Schnell! Wolltet ihr nicht den Erzkanoniker treffen? Oh, sie wissen schon Bescheid. Und schnell? Das heißt, die Situation wird langsam ernst. Er befindet sich in seinem und möchte sehr gerne mit euch sprechen. Aber ich warne euch. Vermeidet Konfrontationen mit den Ordinatoren um jeden Preis. Kein Problem, denen bin ich sowieso schon die ganze Zeit aus dem Weg gegangen. Er hat mit den Ordinatoren gesprochen, aber wenn ihr ein gesuchter Verbrecher seid, werden sie vielleicht versuchen, euch gefangen zu nehmen. Sollte das Blut der treuen Diener des Tempels vergossen werden, wird eine Versöhnung umso schwieriger sein. Alles klar. Wo sind seine Privatgemächer? Im Hohen Tempel, im südlichen Teil der Ostkapelle. Die Eingänge der Ost- und der Westkapelle befinden sich allerdings von Ordinatoren bewacht. Oh, Mist. Vielleicht könnt ihr euch auf dem einen oder anderen Weg an Ordinatoren vorbeischleichen. Sie sind gut geschult und keineswegs einfach, sich an ihnen vorbeizuschleichen, selbst mit Hilfe von Magie. Aber wenn ihr der Diebeskünste oder der magischen Tränke mächtig seid, solltet ihr anwenden, um Scherereien zu vermeiden. Okay. Privater Hintereingang. Auf der Tür, eine Tür auf der Ostseite des Kanals, führt euch in einen kleinen Raum in Sarionisca Privatgemächer. Aber die Tür wird stets verschlossen gehalten und der Schlüssel ver... Toll, muss ich den Schlüssel erstmal holen. Und ich weiß nicht mal, wo der Schlüssel ist. Hast du zufällig irgendwelche brauchbaren Zauber so? Zum Beispiel ein Ich-mach-mich-jetzt-unsichtbar-Trank? Ich glaube nicht. Hast du irgendwelche brauchbaren Zauber? Warte, die hatte Charisma und Glück Charisma und Geschicklichkeit wiederherstellen. Das waren die beiden Wiederherstellungszauber, genau die beiden, die ich noch gebraucht habe, oder? Oh, nice! Okay, also Osttempel im Osttempel im Süden da. Kann ich einfach so vorbei annehmen? Hoher Tempel, tschüss! Einfach niemanden angucken. Ich rase ganz fix vorbei. Aha! Es war die ganze Zeit im Hohe Tempel, Mann! Habe ich überall anders voll genau geguckt und jetzt gehe ich in den Hohe Tempel. Durch die Halle der Weisheit gäbe es angeblich auch einen Hintereingang. Ich habe den nicht gefunden, ums Verrecken. Jetzt habe ich draußen im Schleichmodus die Tür kurz mit einem Zauber geknackt und habe mich so reingestohlen. Naja, Hauptsache es geht, ich sag gar nichts, ich bin jetzt drin. Danke, dass ihr gekommen seid, Rond. Ihr kennt die Tempeldoktrin hinsichtlich des Nerevarin. Vielleicht ist es an der Zeit, diese Doktrin zu ändern. Vielleicht, ja. Wie sieht's aus mit dem Nerevarin? Ihr seid derjenige, der Nerevarin genannt wird. Genau, ihr seid ein Ketzer. Super. Ebenso wie alle, die euch unterstützen. Ihr mögt denken, kaiserliche Gesetze, ja. Gut, Tempeldoktrin. Oh, das gehört zur Quest. Ach so. Gut, dann müssen wir das natürlich lesen. Der Tempel muss gegen irre Lehren angehen. Eure Verbindung zum kaiserlichen Geheimdienst lässt eure Motivation und Integrität im zweifelhaften Licht erscheinen. Doch ihr wurdet von den Dunmeeren zum Hortator und der Nerevarin gewählt und Dagoth Ur ist für uns zur Bedrohung geworden. Wir können die Bevölkerung nicht mehr schützen, seit das Sechste Haus erwacht ist. Vielleicht seid ihr und eure Prophezeiungen unsere letzte Hoffnung. Unsere Lage ist verzweifelt. Aber mir wäre es lieber, wenn ihr die Einzelheiten unserer Situation und die Umstände, wie es dazu gekommen ist, von Fürst Vivek selber hört. Er hat um eine Unterredung mit euch gebeten. Wäre euch ein privates Treffen recht, um persönlich zu hören, was er zu sagen hat? Natürlich, ich werde mich mit ihm treffen. Gut, hier sind zwei Schlüssel. Einer gehört zum privaten Hintereingang meines Quartiers, der andere zu einem verschlossenen Eingang von Fürst Viveks Palast. Ich bedauere, dass die Ordinatoren zurzeit nicht vollständig meiner Kontrolle obliegen. Also bitte ich euch für den Augenblick, vermeidet Konfrontationen mit ihnen. Fürst Vivek erwartet euch. Seine Durchlaucht ist zwar bemerkenswert geduldig, aber es wäre wahrscheinlich besser, ihn nicht warten zu lassen. Okay. Zwei Schlüssel zu einem verschlossenen Eingang. Ach so, einfach der Fronteingang, oder? Weil es heißt Schlüssel für Palastgeheimzugang. Okay. Allgemein über Vivek, liebt sowohl Worte als auch Taten, ist ein Meister der Waffen und der Poesie. Wir müssen ihn töten. So, wo war jetzt? Ach, das war die Tür! Ah! An der Tür bin ich sogar ein paar Mal vorbeigelaufen. Bloß, ich hatte die ganze Zeit erwartet, wie heißt der? Sarioni. Dass da stehen wird irgendwie Tür zu Sarionis Büro oder sowas. Oh nein!
Goddammit. Na gut, egal. Ich hab's jetzt geschafft. Oh Gott, so viele Ordinatoren. Jesus Maria. Ich komme da gar nicht vorbei. Das war aber... Das... Nein, nein, geh weg! Meine Güte, also ich glaube, ich habe noch nie so mich durchgekrampft. An dieser Tür bin ich 4 oder 5 Mal vorbeigelaufen auf meiner Suche. Ich habe 10 Minuten lang nach seinem Raum gesucht, weil ich dachte, das heißt vielleicht Raum, Büro, Zimmer des Erzkanonikers, irgendwie sowas, aber nix da. Einfach hoher Tempel und ein Unterraum davon. Und ich komme durch den... Oh, shit. Wie weg. Ist das wie weg? Ja, ne? Er schwebt sogar. Nicht schlecht. Wie weg, deine Haut ist so HD. Ich habe euch erwartet. Wir haben etwas miteinander zu besprechen. Wichtige Geschäfte, oh ja. Der Rote Berg zuerst. In meiner Bibliothek gibt es 2 widersprüchliche Berichte der Ereignisse am Roten Berg. Meinen eigenen wahren Bericht und einen anderen falschen Bericht, bekannt bei den Arschländern und bewahrt in der Apographa. Es ist mir gleich, ob ihr meinen Bericht glaubt oder nicht. Ich überlasse es eurem Urteil, welcher wahr ist. Okay, Geschäfte. Als ich so jung war wie ihr, war ich sehr ungeduldig. Also werde ich unsere Angelegenheit kurz fassen. Später ist Zeit für andere Dinge. Ich schlage vor, den Fluch über den Nerevarin aufzuheben, die Verfolgung der abtrünnigen Priester zu beenden und ganz Morrowind zu verkünden, dass Rond der fleischgewordene Nerevarin ist, der prophezeite Retter von Morrowind und die letzte Hoffnung der Bedrohung durch Dark of Ur und das 6. Haus zu widerstehen. Dies werde ich tun, ob ihr wollt oder nicht. Als nächstes schlage ich vor, euch die Macht und Verantwortung zu übertragen, Dark of Ur zu besiegen. Ihr könnt auch ablehnen. Ich werde euch nicht zwingen. Ihr werdet die Macht als ein Geschenk erhalten in Form eines Artefaktes namens Seelenschutz. Ihr könnt es annehmen und dann damit tun, was ihr möchtet. Ihr werdet die Verantwortung durch einen Eid erhalten. Ihr könnt euren Eid ablegen und ihn dann halten oder auch brechen, wie es euch beliebt. Erstens werdet ihr den Seelenschutz als Geschenk annehmen. Vielleicht, kommt drauf an, was das für eine Antwort. Einfach mal aus Neugierde. Was passiert, wenn ich sage, vielleicht kommt drauf an? Ich werde euer vielleicht als nein. Okay, logisch. Dann ist unsere Unterredung damit beendet. Ich hoffe, dass es euch keine Unannehmlichkeiten bereitet hat. Und wenn ihr eure Meinung ändert, so kommt zurück. Okay. Plan zum Sieg über Dark of Ur. Einfach liegt... Oh, Jesus. Liegt einfach alles so ganz offen herum. Sonst ist hier nichts. Einfach nur... Wird ihm nie langweilig? Wie geht er aufs Klo? Interessant. Okay. Warte. Kommt drauf an. Nein, nein, nein. Lass mich speichern. Sehr wichtig. Richtung Finale, würde ich sagen. Und dann, ich nehme es einfach mal an. Gut, vernünftig von euch. Und jetzt werdet ihr mir einen Eid schwören vor allen Göttern und Völkern, vor allen sichtbaren und unsichtbaren Geistern, vor meiner Ehre und eurer Ehre, euch und Seelenschutz gänzlich der Vernichtung von Dark of Ur und der Erhaltung Morrowinds und seiner Einwohner zu widmen? Vielleicht, kommt drauf an. Nein, ja, das schwöre ich. Kaum merklich, aber sehr gut. Ich hatte auf jemanden gehofft, der nicht zögern würde, einen solchen Eid zu leisten. Ihr werdet nun ein kurzes, momentanes Gefühl haben, als ob die Zeit an euch vorüberrauscht. Seid nicht beunruhigt. Ihr werdet aus der Zeit herausgeholt, damit euch die unerfreuliche Erfahrung erspart bleibt, lernen zu müssen, wie der Seelenschutz benutzt wird. Es wird vorüber sein, noch ehe... In völliger Dunkelheit nehmt ihr eine kurze schwebende Bewegung wahr. Unbestimmt und nicht greifbar. Jetzt wisst ihr es. Ich werde dem Tempel sagen, dass ihr unser Kriegsfürst seid. Die abtrünnigen Priester sollen nicht mehr verfolgt werden und beide Seiten werden, so hoffe ich, alsbald Frieden schließen. Wir haben nun Zeit für eure Fragen, so ihr welche habt. Aber ihr dürft auch gehen. Doch zuvor solltet ihr zumindest 2 Dinge erfahren, wie ihr Seelenschutz verwenden und Dark of Ur besiegen sollt. Ja, das würde ich sehr gerne hören. Also, was ist der Plan? Wie machen wir das? Seelenschutz hinzugefügt, einzigartiges Dwemer-Artefakt entfernt. Was? Gut, gucken wir erstmal, was Seelenschutz sein wird.
Gehört wahrscheinlich zu Kagrenax Artefakten, nehme ich an, oder? Wenn ihr Dagofur besiegen wollt, geht zum Berg, um den Seelenhammer von der Torzitadelle Veminal zurückzuholen und danach die Seelenklinge von der Torzitadelle Odrosal. Geht dann mit Seelenschutz, Seelenhammer und Seelenklinge zur Zitadelle von Dagofur. In der Zitadelle müsst ihr Lorkans Herz finden. Verwendet die drei Artefakte, um Dagofurs Verbindung mit dem Herz zu durchbrechen und er wird zerstört sein und die Pest aus Morrowind verschwinden. Okay. Die Tor-Zitadellen sind nämlich an auch im Roten Berg. Genau, geht zum Roten Berg. Okay. Um ihn selbst zu zerstören, müsst ihr seine Verbindung zu Lorkans Herz unterbrechen. Schlagt dazu das Herz einmal mit dem Seelenhammer, dann mehrmals mit der Seelenklinge. Dabei müsst ihr den Seelenschutz tragen, denn nur so könnt ihr den Seelenhammer oder die Seelenklinge überhaupt verwenden. Soweit die kurze Anleitung. Hier nun die längere, genauere Erklärung, die wir für euch niedergeschrieben haben. Lest sie, lernt aus ihr und behaltet sie gut im Gedächtnis. Brauche ich eine längere Erklärung? Das ist eigentlich ziemlich klar hier, der Vorgang. Irgendwas allgemein noch zu Dark of War, irgendwas Neues, was wir noch nicht wüssten? Okay, nichts besonders Neues. Er scheint ein verrückter Gott zu sein. So, Geschäft. Noch mehr. Ich werde dem Tempel sagen, dass ihr unser Kriegsfürst seid. Es wird keine weitere Verfolgung der abtrünnigen Priester. Genau. Nun seid ihr mein Gast und wir haben Zeit für Erklärungen, einen Ratschlag oder Fragen. Oder für gegenseitige Beschuldigungen, wenn ihr wollt. Und ihr könnt gehen, wenn ihr wünscht. Tut, was euch beliebt. Aber ich denke, ehe ihr geht, solltet ihr hören, wie ihr Dagofur besiegen könnt. Genau, das wissen wir schon. Gegenseitige Beschuldigung? Ihr wollt mich tadeln. Warum habe ich Nerva ermordet? Warum habe ich Azura gegenüber meinen Schwur gebrochen, Kagrenax-Artefakte nicht zu benutzen? Warum habe ich anderen Leid zugefügt? Oh ja, jetzt wird's interessant. Wieso hast du ihn ermordet? Wir haben Nerva nicht ermordet. Diese Legende stammt von einer Geschichte, die Alandro Sull, ein bei den Aschländern lebender Kampfgefährte Nervas, zu erzählen pflegte. Die Aschländer haben Alandro Sulls Bericht in ihren Überlieferungen beibehalten. Die Geschichte ist in einigen Details überzeugend, in anderen unglaubhaft und insgesamt auf jeden Fall falsch. Hier in meiner Bibliothek habe ich zwei Berichte über den Tod Nervas. Lest sie und urteilt selbst. Deine Bibliothek? Sind es die paar Schriftrollen da weiter hinten? Ich möchte euer Vertrauen gewinnen und eure Kooperationsbereitschaft. Ich bat daher die Priester, Kopien von einer Reihe von Dokumenten anzufertigen. Hier, ihr könnt sie lesen oder mitnehmen, werft einen Blick darauf und nehmt, was ihr gebrauchen könnt. Okay, dann meint er wohl tatsächlich das da hinten. Mehr Beschuldigungen. Warum hast du Kagrenax Artefakte benutzt? Auf Geheiß Fürst Nerevas schwor ich mit ihm Almalexia und Sotasil vor unserer damaligen Göttin der Schwüre, der Daedra Azura, niemals und um nichts in der Welt Kagrenax Artefakte einzusetzen. Wir brachen den Schwur. Wir wandten uns von den alten Göttern ab. Ich sehe nach wie vor keinen zwingenden Grund, einen Aedra oder Daedra anzubeten. Aber aus Respekt für Nerva und mich selbst hätte ich meinen Schwur niemals brechen dürfen. Und von allen Taten meines Lebens bereue ich diesen Fehler am meisten. Du warst einfach machtgeil! Drecksack! Warum habe ich anderen Leid zugefügt? Warum ich das gemacht habe? Ich respektiere diese Frage und euch, weil ihr sie stellt. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, ich habe mein Bestes gegeben. Wie könnt ihr, ein Sterblicher, über Taten und Motive eines Gottes richten? Da ich euch jedoch brauche und ihr mich, werde ich euch über meine Sünden Rechenschaft ablegen, aber nicht jetzt. Vernichtet Dagofur und dann werden wir meine Sünden besprechen. Dann vielleicht werdet ihr euch das Recht verdient haben, über mich zu urteilen. Eier. Du hast irgendeinen Ratsch... Oh, Jesus Maria, das Dialogfenster mich explodiert. Dies müsst ihr wissen. Wo ist Dagofur? Was sind seine Pläne? Wer sind seine Diener? Wer ist er überhaupt genau? Was sind seine Kräfte? Was ist seine Verteidigung? Wie bewerkstelligt man die Vorbereitung zum Kampf gegen Dagofur? Also Vorbereitung zum Kampf wissen wir ja schon, ne? Legt Vorräte an, plant Rückzug, Versorgungslieferung, bla bla bla, ja. Wo genau ist er? Er hat sich nie aus der Kammer der Herzen gewagt, genau, dort wo er ist direkt neben Lorkans Herz, okay. Hoffentlich können wir dann noch mit ihm reden, das wäre ziemlich cool. Er konstruiert einen neuen Gott, Akulakan.
der auch als zweites Numidium bekannt ist. Oh, shit. Das hatte ich schon wieder ganz vergessen, dass er das auch noch macht. Was sind seine Pläne? Wir wissen nichts Bestimmtes, haben aber einiges durch die Befragung von Anhängern des Kultes das sechste Haus und Opfern der Traumzwänge sowie durch die Beobachtung von Dagofur gelernt. Die Gelehrten und Inquisitoren des Tempels haben ein Dokument mit dem Titel Dagofurs Pläne verfasst, in dem steht, was wir wissen oder vermuten. Hier habt ihr es. In meiner Bibliothek gibt es ebenfalls eine Abschrift. Wer sind seine Diener? Eine Sonderstellung der Diener nehmen seine sieben Brüder ein. Ich glaube, die habe ich zum Teil schon getötet. Die Aschenvampire, mächtige Herzkrieger. Ha, geil! Und gerissene Hexenmeister der alten Garde. Diese Kreaturen sterben nur scheinbar und werden stets am Herzen wieder zum Leben erweckt. Oh, ich habe echt das Gefühl, das Herz ist nicht gut, solange er es unter Kontrolle hat. Irgendwie hat Dagofur einen Teil seiner Unsterblichkeit auf sie übertragen. Vielleicht erhalten sie sich selbst auch durch herkömmliche Hexerei. Fragen. Oh mein Gott. Okay, hier ist echt viel Zeug. Was passierte wirklich am Roten Berg? Wie sind die Dwemer wirklich verschwunden? Weiß der das? Was war die Sünde der Dwemer? Wie ist es, ein Gott zu sein? Okay, mittlerweile haben wir schon eine deutlichere Ahnung, wie die Dwemer verschwunden sind. Weiß ich, wie es war, sterblich zu sein? Ja, weißt du es? Ich erinnere mich, aber ich fühle es nicht. Wenn ich will, kann ich mich des Gefühls erinnern. Doch ich will es nicht. Es ist sehr, sehr traurig, sterblich zu sein. Ja, es gibt auch glückliche Momente, doch die Traurigkeit überwiegt. Wie ich sagte, zähl die heiteren Stunden nur. Allzu wenige sind es für die Sterblichen. Doch für Götter, für mich gibt es kein Gefühl mehr, nur Wissen. Nicht ganz keine Gefühle mehr. Ich will noch immer gewinnen. Ich will Dagofur besiegen. Vielleicht habe ich das Gefühl für die Leute, für ihr Leiden verloren. Ich will dieses Gefühl nicht. Was ist es mir von Nutzen? Es ist mir nicht länger wichtig. Ich will nur nicht verlieren. Zu verlieren wäre sehr, sehr bitter. Das betont er ziemlich oft. Ich habe langsam das Gefühl, dass er der Wahnsinnige ist hier. Und soweit ich weiß, wenn ich das irgendwo mal richtig andeutungsweise gesehen habe, dann gibt es zwei Enden für Morrowind oder zwei Arten, auf die man das lösen kann. Wahrscheinlich einmal ohne seine Hilfe, ohne das Artefakt und einmal mit. Ich weiß nicht, warum die Dwemer verschwunden sind. Gut, also, der hat auch keinen Plan. Sünde der Dwemer. Einerseits sagt er, dass er es bereut, die Kagrenax-Artefakte und so weiter benutzt zu haben. Und andererseits sagt er auch hier so, ach, es ist so toll, unsterblich zu sein. Lalala, ich bereue es total. Also, dieser Vivek, das ist mir so eine ganz schöne Nudel. Es ist, als wäre man ein Jongleur, ein Nudeljongleur. Die Dinge bewegen sich unaufhörlich. Mit der Zeit weiß man, wo sie sind, ohne überhaupt darüber nachzudenken. Nur, dass es sehr, sehr viele Dinge sind, die sich bewegen. Manchmal lässt man auch mal etwas fallen, wie jeder Jongleur. Ich befürchte, in letzter Zeit habe ich viel zu viel fallen lassen. Es gibt viel zu tun in zu wenig Zeit und ich werde nicht besser. Vielleicht werde ich alt. Es ist fast so, als wäre ich wach und würde gleichzeitig schlafen. Wach bin ich hier mit euch, denke und rede. Wenn ich schlafe, bin ich sehr, sehr beschäftigt. Vielleicht ist es für die anderen Götter, die völlig Unsterblichen, nur als würden sie schlafen. Außerhalb der Zeit. Ich existiere gleichzeitig innerhalb und außerhalb der Zeit. Es ist angenehm, niemals tot zu sein. Wenn ich in der Welt der Zeit sterbe, dann schlafe ich. Mir ist bewusst, dass ich nichts weiter tun muss, als aufzuwachen. Und dann lebe ich wieder. Oft habe ich extra lang gewartet, bevor ich mich entschloss aufzuwachen. Aber egal, wie lange ich auch warte, kommt es mir vor, als wäre gar keine Zeit vergangen. Das ist der Ort, an dem sich die Götter aufhalten. Der Ort jenseits der Zeit, wo immer alles passiert zur selben Zeit. Geil. Gott, der Typ hat so viel Zeug. Aber ich glaube, wir haben so die wichtigsten Sachen. Schwur gebrochen, ja, ja, ja. Geschäft und Geschäfte, beides das gleiche, alles klar. Fragen, Erklärungen, oh yes, oh, da ist noch mehr, ja! Ihr wollt wissen, warum ich Krieg gegen die Nerevarin führte, warum ich versuchte, Apographer zu unterdrücken, warum ich die... Immerhin kriegen wir jetzt Antworten auf die ganzen Fragen, die sich vorher durch die Hunderten von Schriftstücken gebildet haben. Warum führst du einen Krieg? Warum ich versucht habe, euch zu töten?
weil durch euch der Glaube meiner Anhänger bedroht wurde und ich brauchte ihren Glauben, um die Dunkelheit zurückzudrängen. Und ich dachte, ihr wärt mein Feind. Eine Schachfigur in der Hand des gerissenen Daedra-Fürsten Azura oder des Kaisers Uriel Septim oder einfach ein Betrüger, vielleicht ein Abenteurer, aber unbedeutend, wenn meine Anhänger euch vernichten konnten. Nun haben sich die Umstände geändert. Ich brauche euch und ihr braucht mich. Der wird mir immer unsympathischer mit seinen Nebensätzen. Ihr braucht mich. Ja, oh, ich bereue es so sehr, die Artefakte benutzt zu haben. Es ist so toll, unsterblich zu sein. Irgendwas ist hier verdammt faul. Kleine Drecksack, ich werde gleich versuchen, ihn umzunudeln. Umzuholzen! So, die Apographer unterdrücken. Ich konnte unsere Anhänger nicht durch diese Mischung von Wahrheit, Lüge, Mutmaßungen verwirren lassen. Genau, am besten nur ein einziger Glaube darf existieren. So ist gut. Jeder Zweifel schwächte ihren Glauben und der war nötig, um uns die Kraft zu geben, den Geisterwall aufrechtzuerhalten. Vielleicht ist uns dabei der Glaube derer abhanden gekommen, die wir am dringendsten brauchten, während wir uns den Glauben der Schwachen und Unentschiedenen erhielten. Vielleicht war es falsch, wer weiß. Natürlich war es falsch! Warum verfolgst du die abtrünnigen Priester? Wahrscheinlich aus dem gleichen Grund. Unterdrückung und Verfolgung von Widerstand ist nur eines der klassischen Mittel der Staatsführung. Ich glaube, wir lagen falsch darin, die Einschätzung von Berel Sala Vertrauen zu schenken. Er und seine Ordinatoren haben im Krieg gegen Dagoth Ur tapfer gekämpft. Wir hielten seinen fehlgeleiteten Eifer fälschlicherweise für Energie und Hingabe. Fehler wurden gemacht. Das ist vorbei. Es wird keine weitere Verfolgung der abtrünnigen Priester mehr geben und ich hoffe, dass beide Seiten sich schnell versöhnen. Okay, immerhin. Warum gewinnt Dagoth Ur aktuell? Weil er der Quelle der Macht Lorkans Herz nahe ist und weil er die Leidenschaft des Wahnsinns bewahrt. Während wir uns mit unserer einsamen und wenig ergiebigen Pflicht, Treue und Beharrlichkeit abgefunden haben. Und letztlich vielleicht auch deshalb, weil er stärker und schlauer ist als wir und seine Anhänger eifriger und fanatischer. Ich glaube, wir waren sorglos, selbstgefällig und wurden überlistet. Und in unserer Leugnung des Nerevarin waren wir einfach dumm. Wie kämpft das Tribunal gegen Dagoth Ur? In der Vergangenheit hat das Tribunal von Zeit zu Zeit Feldzüge zum Roten Berg gemacht. Wir schlugen Dagoth Ur und seine Verwandten, doch das Herz hat sie immer rechtzeitig wiederbelebt. Später, als uns klar wurde, dass wir sie nicht vernichten können, errichteten wir den Geisterwall, um die Bedrohung in Grenzen zu halten. Diese Lösung war wirkungsvoll, bis Dagoth Ur uns auflauerte und Seelendonner und Seelenklinge erbeutete. Seit dieser Zeit ließ unser Glück nach, während seines sich vergrößerte. Was sind die genauen Kräfte von Seelenschutz, den du mir gegeben hast? Die Hauptfunktion von Seelenschutz ist es, den Träger vor den tödlichen Energien zu schützen, die von den Artefakten Seelendonner und Seelenklinge ausgehen. Er verfügt außerdem über mindere schützende Verzauberungen gegen physische und magische Schäden, die ihr vielleicht nützlich finden könntet. Oh, das klingt noch interessant, Dagoth Urs Kräfte. Er kann seinen Geist von weit her in die Träume empfänglicher Opfer wandern lassen. Diese Opfer werden entweder seinem Willen unterworfen oder verrückt. Außerdem scheint er fast unempfindlich gegen körperliche und magische Gewalt. Sein Fleisch und das seiner Anhänger verändert sich hin zu einer wandelbaren magischen Form. Dagoth Ur und andere Hochrangige können die Verzerrungen ihres Fleisches kontrollieren. Niedere Ränge verlieren die Kontrolle über ihre Körper und werden zu geistlosen Korpusmonstern. Okay. Interessant. Ich habe bestimmt irgendwas hier nicht durchgeklickt, aber ich denke, wir wissen jetzt sehr, sehr viel. Und ihr habt ja gesehen, so Plan zum Sieg über Dagoth Ur. Holy shit! Weißt du was? Das werde ich jetzt nicht vorlesen, aber ich scrolle hier langsam durch, sodass wenn ihr es lesen möchtet, dann könnt ihr sehr gerne hier das Video immer wieder mal kurz anhalten. Und dann euch den ganzen Kram hier reinziehen. Ich will jetzt nicht genau lesen. Ich meine, er hat uns gesagt, wie es laufen soll, ja? Wir sollen rein. Guck mal, hier steht schon alles drin, die Überschriften. Wir sollen in den Geisterwall vordringen. Überfälle auf die Zitadellen, wo die beiden anderen Artefakte drin sein werden. Überfall auf das Tor der Zitadelle Veminal. Das ist der erste Überfall. Überfall auf das Tor der zweiten Zitadelle. Und dann am Ende Überfall auf die Zitadelle Dagoth, nachdem wir die ganzen Artefakte haben. So,
scroll, oh Gott, ich scroll ein bisschen schneller. Müsst ihr schneller das Video anhalten. Einsatz gegen Dagoth Ur der Artefakte. Genau, das wissen wir jetzt auch. Diesen Schutz anziehen, mit dem Hammer einmal aufs Herz hauen und dann schnell mit dem Dolch mehrfach draufzacken. Und dann sollte das funktionieren. Seid ihr doch gewarnt, na na na. Man soll die beiden Artefakte nicht verwenden, wenn man Seelenschutz nicht trägt. Ich werde es natürlich trotzdem versuchen einzusetzen. Das ist ein Text, holy be Jesus. Und Schlussbemerkung, sehr, sehr gut. Ich glaube, ich hab das Ding bereits, aber ja. Die Schlacht des Roten Berges aus Sicht von Vivek. Könnt ihr euch auch gerne durchlesen. Das ist so viel. Ich meine, ich werde jetzt schon die aktuelle Folge wahrscheinlich gute 45 Minuten lang gemacht haben, damit ich die ganze Folge nicht nur am Vorlesen bin. Meine Güte! Ah! Das ist echt. Also ich meine, für Lore-Liebhaber und Leute, die die Story geil finden, ist das ein gefundenes Fressen. Da könnt ihr lesen und lesen und lesen, bis euch die Buchstaben zum Hals raushängen. Ich meine, wie die Story funktioniert und was gerade am Passieren ist, das wissen wir natürlich so oder so. Vielleicht werden wir nicht die ganzen Details dadurch erfahren oder bestimmte Sachen nicht in Erfahrung bringen können. Oh, wow! Okay. Haltet einfach an, okay? Ich hatte gehofft, dass die anderen Schriftrollen ein bisschen kürzer sein werden, aber das ist echt lang. Und gerade so Pläne von Dagoth Ur, unser eigener Schlachtenplan. Genau wie bei anderen Dialogoptionen bisher in Morrowind, wenn man im Dialog die Sachen anspricht, dann ist das immer die Kurzversion davon und dann kriegt man meistens noch einen Zettel dazu oder ein halbes Buch oder eine meilenlange Schriftrolle wie das Teil hier, wo man dann nochmal genauer nachlesen kann. Ich habe nur ehrlich gesagt, muss ich sagen, in Morrowind bisher die Erfahrung gemacht, dass in diesen Schriftrollen und Büchern, wo man nochmal Näheres dazu lesen konnte, am Anfang habe ich das ja für euch sogar richtig vorgelesen, immer exakt das gleiche stand. Ich habe nie oder selten großartige neue Details erfahren, die mir auch tatsächlich was gebracht haben. Ja, ab und zu so ein paar nette Extrasachen, ja, das schon. Aber ansonsten waren das insgesamt gesehen einfach nur, ja, ein paar Ausschmückungen, die man dann nochmal extra gelesen hat. So, jetzt nochmal das Letzte. Nerevar am Roten Berg, das müsste jetzt die Schilderung aus von Seiten Dagoth Ur sein. Wir haben ja auch schon über die ganze Geschichte mehrere Fassungen gelesen. Ich frage mich, ob hier das, was Dagoth Ur verfasst hat, Dagoth Ur, was Vivek natürlich die andere Seite verfasst hat, ob das einer der anderen Versionen, die wir bisher gelesen haben, irgendwie gleicht oder ähnlich ist, weiß ich nicht genau. Lese ich vielleicht mal privat, werden wir dann sehen. Momentan ist das ein viel zu dicker Schinken. So, okay, das war alles. Und jetzt zum ganz kurzen Test. Einfach mal gucken, was passiert. Okay, er ist auf jeden Fall tötbar. Er ist nicht so krass, wie ich es mir vorgestellt habe. Er macht zwar ziemlich viel Schaden. Aber es ist nicht so dramatisch. Ich will nur gucken, so, weißt du, so einen ganz kleinen Test. Ich habe nur leider nicht so viele Heiltränke. Ich wollte nur mal testen, ob ich es schaffen würde, Vivek zu besiegen. Nice. Ich habe zwar 3-4 Heiltränke pumpen müssen. Jetzt kann ich auch die Story nicht beenden, aber das macht ja nichts. Einfach mal, um zu gucken, ne, ob ich es geschafft hätte. Einzigartiges Dwemer-Artefakt. Sonst hat er nichts. Buh, Vivek! Buh! Kampfrausch und mit meiner besten Waffe, mit dem Speer der bitteren Gnade. Den ich mit Cheogorats Macht habe ich ihn besiegt. Passiert jetzt irgendwas? Ist draußen der Himmel dunkel geworden oder so? Nö. Wie finden das die Leute vom Hohen Tempel?
Oh, die werden mich hassen, oder? Vermeidet Konfrontation. Ist es euch egal? WTF? Warte, lass mich kurz mit dem Erzkanoniker. Das ist ja der oberste Typ hier. Kann ich dich zu Vivek ansprechen? Ich glaube, die haben nicht gedacht, dass ich den platt mache. Okay, sollte nur ein kurzer Test sein. Ich wollte quasi ganz schnell mal meine eigene Macht austesten, indem ich einen Halbgott töte. Hat funktioniert. Sehr gut. Ich bin stolz darauf, wie niederträchtig ich sein kann. So, okay. Dann... Ach so, dann können wir jetzt den Plan schon umsetzen, oder? Ja. Der nächste Schritt ist, das Finale, in den Roten Berg zu gehen. Warte, wie heißen die beiden Sachen? Odrosal-Zitadelle und Veminal-Zitadelle. Veminal und Odrosal, da sind die beiden. Perfekt, guck mal, sogar beide angezeigt. Reingehen, aufräumen. Und dann geht's nach Dagofur in die Mitte. Ich glaube, die habe ich die beiden eingezeichnet bekommen gerade eben durch die Quest, oder? Weil ich guck mal, wie viel ich da schon rumgeflogen bin da drin wegen einer anderen Quest damals. Gut, sehr gut. Dann würde ich sagen, das nächste Mal heißt es dann Finale von Morrowind. Ich freue mich schon sehr darauf, meine Freunde. Dann war's das mit der Hauptstory. Wie gesagt, nochmal kurz zur Erinnerung, ganz am Ende werde ich dann auch nochmal sagen, wisst ihr was, ich reise schon mal los da zum Roten Berg in die Mitte, zur Geisterpforte. Machen wir überall Altruhen. Ich werde dann, nachdem die Hauptstory beendet ist, will ich erstmal Fallout 3 spielen, weil Fallout 4, der Release, steht bald an und ich will zumindest die Hauptstory von Fallout 3 auf meinen Kanal bringen. Morrowind, nach der Pause werden wir dann, also nach der Morrowind-Pause an sich, keine Let's Play-Pause oder so, werden wir dann so Sachen weitermachen wie den Tempel, den haben noch nicht viele von euch gesehen, habe ich immer wieder jetzt gelesen in den Kommentaren. Vielleicht auch noch ein paar andere Gilden und was wir auf jeden Fall sowieso machen werden, sind die beiden Add-ons Blood Moon und Tribunal. Das mache ich garantiert, weil ich habe schon öfter jetzt gehört, dass die angeblich richtig cool gemacht sein sollen, wenn man sich für die Story von Morrowind interessiert. Das heißt jetzt nicht, dass man extra viel lesen muss zu den ganzen Sachen, von wegen für Story ins interessieren, aber sie sollen einfach so sehr gut gemacht sein. Und ich liebe sehr gut gemachte Sachen. Und in den ganzen Ladescreens, die ich bisher hatte, habe ich so oft irgendwelche Kreaturen von den Erweiterungen gesehen. Und die Erweiterungen, die werde ich erst recht nicht kennen. Die Erweiterungen sind mir komplett fremd, also damit werde ich nichts anzufangen wissen. Deswegen freue ich mich dann umso mehr, da rein zu marschieren. Und sich die Sachen einfach mal anzusehen. So. Schmiedin hat zu... Bist du die Schmiedin? Genau, reparieren kurz. Ach, war gar nicht mal so viel. So. Gut. Jetzt haben wir es gar nicht mal mehr so weit weg dahin. Ich lade vielleicht nochmal kurz mein Mana auf. Könnte sein, dass ich vielleicht nochmal kurz vorm Finale einen Ausflug hierhin zurück mache. Weil ich mich noch fertig regenerieren will. Aber ich denke, so von dem her, was ich alles habe, ich hätte zwar vielleicht noch den ein oder anderen Gegenstand mir extra nochmal verzaubert, weil ich nicht alles optimal gemacht habe. Aber ja, ist ja nicht so wichtig. Dann würde ich sagen, das nächste Mal stehen die beiden Asche-Vampire-Zitadellen an und dann Dagofur und Finale. Ich freue mich schon sehr. Ich würde sagen... Die von euch, wie immer, gewünschte Erinnerung, meine Freunde. Wenn euch das Let's Play gefällt, freue ich mich sehr über ein Gefällt mir. Damit zeigt ihr mir, dass ihr mehr sehen wollt. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen Abend. Oder wann auch immer ihr das Video angeschaut habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal mit hoffentlich dem Bezwingen von Dagofur wieder. Bis dann.